Noch springt Pikachu hier ganz fröhlich am Mystery Mittwoch. Und auch Marollo sieht noch ganz glücklich aus. Ja, ob sich das bald ändert, das erfahren wir und natürlich eure Pokémon-Experten, Marollo und Pikachu. Hallo Marollo. Hallo Pikachu, hallo Safran, hallo In dieser Mauki. Folge, wenn es Richtung Donnerberg geht. Jetzt sind Yay, die wir. spielen wieder. Sie sind glücklich. Wir erkunden gerade noch ein bisschen die Map. Und da ist Welser. Was kann Welser? Es tut gut zu sehen, dass die Kinder wieder zurück sind. Ich höre, hast du sie gerettet. Dich durch diesen Dungeon zu kämpfen, war sehr tapfer von dir. Ich bin dir auch sehr dankbar dafür. Vielen Dank. Zufälligerweise hörte ich von einem höchst gefährlichen Dungeon irgendwo in dieser Welt. Betritt man ihn, fällt der Level auf 1. Der Status wird zurückgesetzt. Und die Sammelbox leert sich. Mit anderen Worten, man ist gezwungen, ihn vollkommen blank zu betreten. Bisher hat es noch kein Retterteam geschafft, ihn zu bezwingen. Er hat seinen Namen zu Recht. Meister Dungeon. Vielleicht nimmt dein Team diese Vortragsherausforderung an. Hohoho. Wow, danke. Ah, oh, ich erinnere mich, das war verdammt. Verdammt schwer, diesen Dungeon zu schaffen. Ist so. Na gut. Wir gehen jetzt erstmal, bevor wir zu Zapdos gehen, weil er hat uns nett eingeladen. Wir gehen nochmal in den Steilklamm und machen noch ein paar Aufträge, beziehungsweise einen einzigen Auftrag, weil es im Steilklamm nur einen gibt. Aber da gibt es hoffentlich ein bisschen Geld für, ein paar Level-Ups und ein paar Gummis. Genau. Denn wir brauchen das auf jeden Fall. Einfach. Denn ich kann mich auch noch ein bisschen erinnern, ich glaube, der Donnerberg war wirklich schwer. Der Ich Stillklammer war fand jetzt schon nicht jetzt. einfach. Ich wollte gerade sagen, ich fand die letzte Folge schon nicht einfach, muss ich Eben, und das zugeben. wird jetzt wohl nicht leichter, vor allem mit Zapdos. Also. Nein, nein. So, Stillklamm U1, auf geht's. Vor allem haben wir auch keine effektiven Attacken auf ihn. Gefühlt gibt's das aber auch nicht, effektive Attacken. Nee. So, Hornio, stirb! Magnetilo, du machst das. Oder auch Nein, nicht. Mann. Oh! Das wär's jetzt Magnetilo gewesen. macht gar nichts. So. Du bist auf Level 12, ja, das ist richtig. Und auf Level 13, wenn ich das richtig einschätze, sollten wir eine neue Attacke für Macholo bekommen, der bis jetzt ja nur eine einzige Attacke kann, Ja, die zumindest Schaden den Schaden macht, zufügt. ja. Hallo, Und wenn die Porenta. alle ist, ist es halt ein bisschen kacke. So, Donnerschock! Komm schon. Do something! Wow, Jetzt war das also. falsche Donner. Ja gut, ist eh tot. Nächstes Porenta. Sehr schön. Geld. Geld ist auch mal praktisch. Dann können wir vielleicht nachher nochmal nach dem Dungeon gucken, ob vielleicht auch mal wieder Attacken verfügbar sind beim hier Kecleon-Laden, oder wie heißt die? Chamäleons. Genau, Kekleon. Wenn nicht, dann wenigstens mein Und Lebersamen, die werden wir bestimmt gebrauchen. ja, das definitiv. Könnten sehr, sehr, sehr wichtig. Kämpfen wir echt schon gegen Zapdos? Ich glaube ja. Oder übernimmt das andere Retterteam für uns? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber sicherheitshalber, weil der Dungeon wird auch nicht einfach werden. Nein, nein, das ist definitiv nicht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass man so früh im Spiel schon ein legendäres Pokémon. Ich meine, stell dir das mal vor, so einen normalen Pokémon-Spiel. Du hast hier drei Pokémon auf Level, keine Ahnung, 14 bis 8 Zapdos. Ja. Ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, dass wir dann schon uns mit solchen Problemen rumschlagen müssen, aber wer Ich weiß es weiß. auch nicht mehr, aber wir werden es sehen. Lass uns überraschen. Wie gesagt, ich kann mich Au. tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Ich auch nicht mehr. Aber gut, wir werden es herausfinden, da bin ich mir ganz, ganz sicher, wenn es dann in Richtung Zapdos geht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das gerade wirklich gesagt habe, aber ja, es wird in Richtung Zapdos gehen. Verrückt. Du schon wieder. Oh. Ah, Teddy Wasser, stirb! One hit. Stirb einen qualvollen Tod! Ich eben, müssen wir einen neuen? Hast du Oder den ab? Auftrag ausgewählt? Jetzt wird's interessant. Ja. Ja, okay. Neun, okay. Glück gehabt. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass du es getan hast. Ich auch nicht. Anscheinend So, habe ich Teddy einfach immer. Wasser, komm her, verrecke. Du hast es verdient. Ja! Pack mich nicht an. Also Mit eben einer mit ekligen neun müssen wir. Bärenzunge. Oh, geil. Oh, hallo.
So, was hast du denn? Was Schönes? Eine Kraft. Ja, noch auf das Band. Können wir verkaufen, weil. Also. Oder willst du es mir anstatt dem Das Versiv-Schal ist ja geben? Elektro, das ist dann nicht Angriff, das ist ja Spezialangriff. Achso, das ist normal, einfach ja Ruckzuck eben, ne? Ja. Das Einzige, was du jetzt hättest, aber. Ich finde mit dem Vergift ist schon gut. So, du Flor. Du denkst ja auch gerade nur fuck. War keine gute Idee. Aber alle Pokémon sind. Oh, da ist es! Sind ja aufgebracht wegen der Naturkatastrophen. Ich bin Genau, auch so sehr ist es. gespannt, was dann diese Naturkatastrophen sind. Na, ich auch. Und Ich meine, wodurch die damit entstanden sind. zusammen. Eben, wer ist das? Wer ist schuld? Denn es muss ja auf jeden Fall ein Pokémon sein, letztendlich, was wir am Ende wahrscheinlich bekämpfen müssen, beruhigen müssen, wie auch immer. Ich denke mal, das wird unser so Endgame sein, oder kann ich. Wow, richtig useful, diese Ecke da unten. Aber da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Wie gesagt, das Spiel Ich habe auch ich nicht. gespielt, da war ich Oh, da war 10 ich Jahre erst jünger im als Mann, Hobby, ich jetzt. hab ihn verpasst. Ach du Der mich bist. erst Kletter wieder angesehen. hoch. Oh, hallo. Und Duster, du Arschloch. Verrecke. Stimmt, das war so die erste Dungeon, wo relativ viele Gummis auch rumlagen. Ja. Gerade so auf den späteren Ebenen. Die könnten noch sehr, sehr hilfreich werden, Auf glaube jeden ich. Fall. So, jetzt kann man irgendwas sterben. Sehr schön. So, Duflo auch. Ach, perfekt. So, Sind hier wieder liegt doch bestimmt Gummi reserviert. für uns rum. Duflo ist auch voll schockiert. Oh. Oh Gott! Ah. Das sieht zu geil aus. Ein Ein Apfel immerhin. Apfel und eine Beere, sehr schön. Immerhin. So. Wow. Gott, ist der Weg Ein lang. wirklicher Gang. Einmal so komplett um die Map rum. So, da ist er doch jetzt, oder? Nein, schade. Aber hier, nein, immer noch nicht. Richtigen kleinen Räume nur, ey. Oh. Warum schlägt bei Pikachu eigentlich so grundsätzlich 90% der Attacken einfach fehl? Ich weiß es nicht. Also an seiner Genauigkeit müssen wir nochmal arbeiten irgendwie. Irgendwie, ja. Gibt's da keine Gummis für? IQ. Er Genauigkeitsgummi? braucht besseren IQ, damit er überhaupt Ja, genau. das sehen Er kann. setzt einfach seine Attacken neben dieses Pokémon ein. Ruckzuck in die Wand! Weil er zu dumm ist. Armes Pikachu. Das bist du. Ja, deswegen sage ich ja armes Pikachu. Ah. Oh, Gummi! Was kann das? Goldgummi, oder? Ja, das Das hört sich findet ich. gut an. Jo, das findet ich geil. Los, schmeißen wir ins Gesicht. Zack. Wow. Effizienzexperte. Ja, da Effizienzexperte. gucken wir gleich noch. Aha. Aber waren diese IQ-Fähigkeiten nicht auch dieses durch die Wände gehen? Weiß ich gerade nicht mehr. Kann schon sein. Sollten wir vielleicht auch mal welche fressen? Mit dem Dings, mit dem. Ach, hallo. So, was kann ein Effizienzexperte? Oh, Oh, das das ist ist ja cool. richtig gut. Bisschen immer. Sehr, sehr cool. Cool. Das ist So, schon mal lohnt U7 sich, haben wir es der auch Besuch. gleich. Also, jetzt Es geht viel echt ein bisschen schneller. schneller. Ja. Wir haben viel mehr Glück, aber noch kann viel passieren, also. Ja, und mein Das ist Tilo lebt Gruppe. noch. Hey. Ja. Ich würde gerne auch ein Level steigen, wenn sich das auch hier wirklich gelohnt hat. Ja, Level 13. Vor allem, wenn wir dann wirklich noch was lernen. Und hier So, war komm sonst nichts. her, du Ja, das ist Flor. schade. Lass dich verprügeln. Stirb. Sehr Und hier ein schön. So, oh, Berg. Weberak. Weberak, das war letztes Mal unser Tod. Da fängt Gott. er schon wieder an. Genau tust du. Stellst die anderen so dahin, dass du nicht kämpfen musst. Typisch Macholo. Ich Feige wollte, dass Ratte. du wirklich so Kipp machst. So. Oh, er hat es nicht gesehen, er hat es nicht gesehen. Der wusste auch nicht genau, wo er hin Ladida. will. Nichts ist Der sah passiert, sehr nichts ist verwirrt aus. passiert. Ja. Also im Vergleich zum ersten Mal im Dungeon sind wir ungefähr dreimal so schnell. Ja. Macht das Level jetzt wohl schon Unterschied? Ich glaube es kaum. Mano. Geht doch nicht von alleine weg wahrscheinlich, Nee, ne? nee. Sondern, füllen sich die KP auch nicht auf beim Laufen. Aha. Also müssen wir so oder so heilen. Also da ist jetzt die Treppe vielleicht zufällig. Na, immer eine Sinnelbeere.
So viel Schaden kriegen wir aber gar nicht. Ah, trotzdem. Vielleicht erreichen wir noch die Treppe Feuer. Nee, ich riskiere es nicht. Ah, okay. Ich dachte, am Ende ein Pokémon kommt vor uns und dann boom, tot. Wäre ärgerlich. Ja. Ich, oh, Paras, wir können noch Schlaf ermorden oder nicht? Ups. Auf ein Level. Ach komm. Wir ermorden ihn im Schlaf. So, Fußkick! Oh. Das ist doch scheiße. Ernsthaft? Das war keine gute Idee. Nein. Ach, jetzt werden wir nochmal alle paralysiert und Pikachu denkt sich so, mach doch mal was. Trifft dann aber auch wenigstens nicht. Oh, das nächste Paras, yay. Jetzt müssen wir einfach hier lang. Na, da kommen wir genau, da waren wir schon, geil. Hat den nicht gerade noch gut? Ja, aber vielleicht kannst du nicht sehen wegen dem Pfeil. Aber ich werde gerade auf den Pfeil. Alleine weggegangen. Oh Gott, Weberak. Oh, keine AP mehr. Gut, dass wir gleich da sind. Oh. Do something. Boah, Pikachu, was Alter. Tust du? Ja, ich würde sagen. Verpissen wir uns oder riskieren wir es? Ich meine, Magnetilo kann nicht getroffen. Ja. Oh, Magnetilo! Ja, danke. Ja, siehst du, Karatschlag, dann passt es ja wirklich, sehr schön. Magnetilo, cool, hast du eine Attacke. Okay, danke. Ja. Oh, zweimal Geld, cool. Wie viel Schaden macht das? 50. Ah. Hohe Volltrefferquote. Ja, ich werde das hier mal fixieren. Fixieren. Sehr schön. Geld. So. Oh nein, jetzt dürfen wir Nidoran retten. War's doch, glaube ich. Müsste, ja. Wo bist du denn? Nidoran. Weberak. Ui. Oh. Komm. Komm. Ah, der riskiert auch nie. Naja, aber ich sterbe, ist alles bei ihr. Okay, schon mal geklappt. Okay, da schon mal die Treppe. Sehr schön. Wie viel hatte die jetzt? Ach, Nidoran, da ist er doch. Oder sie. Yay, wir retten Nidoran. Und er erlangt sie. Er erlangt Zauberkraft. Wuhu. Ja, komm. Das haben wir noch nicht gemacht. Eindrucksvoll eine Mission. Moch. Danke. Sehr schön. Oh. Ja, gern geschehen. Ja, ja. Gib her, Silbergummi. Cool. Das war's. Mann, das ist alles! Also. 20. Oh, 20 Retterpunkte. Das lohnt sich aber wirklich. Bronze ran! Cool. Woo! Kriegen wir jetzt was Cooles dafür? Nö. Da haben wir großartig. Lass uns Feierabend machen. Vielleicht in der Post dann. Oder so. So ein YouTube-Play quasi. Den Bronze-Play-Button. Wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir eine neue Basis mittlerweile, denn irgendwann baut man die doch um. Morgen, Sascha! Ah, siehst du? Flop, flop. Vor allem, das andere Team ist schon lange da aufgebrochen. Klonk. Ja, und wir denken uns, ja, wir trainieren noch ein bisschen, wir kommen. Haltet komm ihn mal. Auf. Was brüllt? Ja, sehe. Ach, ja. Lass uns in Ruhe, was sehen wir? Ja. Obwohl, wie viel haben wir denn für den Stahlberg? Wenn wir mehrere für den Stahlberg haben, dann lohnt sich das ja vielleicht so. Einen Wurf vorbeibringen ist ja nun wirklich nicht die große Aufgabe. Und ich meine, die bringen ja immer 5, wenn wir ein paar haben. 1, 2. Und ich glaube, es waren noch welche am Brett. Ah, guck mal. Wenn wir 4 davon machen, dann hat sich's auch wieder gelohnt. Und der Stahlberg ist mittlerweile, oder? Ja. Warte mal. Können wir uns das schon wieder leisten? Was? Ah, natürlich. Können wir was verkaufen? Nein, kannst du nicht. Vielleicht. Oh. Beispiel. Geo-Rockbrox, verkauf die doch mal, die benutzen wir eh nie. Ui. Die bringen ja richtig was. Cool. Ich meine, es waren noch 40 Stück, aber. Trotzdem. Nehme ich. Was sollen wir ihm bringen? Was für ein Ort? Brauchen wir halt auch nicht mehr, glaube ich. Haben wir schon eins. Ja, dann schmeiß weg. Braucht viel. Können wir uns schon 10 Bitte, was er am mindestens leisten?
Oh, das ist cool. Nee, nicht ganz. Ah, gut. Dann kann man noch Fliehob brauchen verkaufen, wir was wir auch nicht nicht. brauchen. Wollen die fliehen? Warten nicht Fliehob. Ja, kommt mal aus dem Dungeon einfach raus. Nee, was der wollte. Ein Achso, Wechselorb, oder? 150. Also, er wollte einen Wechselorb, ja. Ja, Genau, ist sehr gut. verstanden. Alles Ja, nicht, dass wir verkaufen. jetzt unser Quest-Item verkaufen. So, was gibt's denn für Terms? Was Cooles vielleicht? Geheimpower ist eine verdammt gute Attacke. Wir haben noch Geld auf der Bank. Das wird sich dafür eigentlich schon lohnen, oder? Je nach Gelände kann diese Attacke noch auf andere Art wirken. Also ich weiß, in richtigen Pokémon-Spielen gibt es verschiedene Secret-Power-Attacken, die dann halt einfach dem Pokémon halt irgendeine Attacke geben von irgendeinem bestimmten Typ. Komplett Ist Zufall, das kann sein. Geheimpower? Ja, ich glaube War schon. das Secret Power. Kraftreserve? War das nicht Kraftreserve? So, ich finde die Attacke ist. Ist Ich es glaube, nicht Kraftreserve Geheimpower? war das. Ich weiß, im Englischen heißt es Secret Power. Geheimpower war das, wo man Geheimbasen einfach nur aufmachen konnte. Soweit ich mich Nee, wenn erinnern ich kann. Secret Power Pokémon suche, dann kommt tatsächlich Geheimpower. Was ist die Funktion? Also die Wirkung. Naja, die Wirkung ist halt eine Stärke von 14, Genauigkeit 88, die Reichweite ist um nicht rum, 12, irgendwie Volltrefferchance 12, keine Ahnung. Weiß nicht. Was sagst du? Zum Beispiel, also ich finde die Attacke an sich ziemlich cool. Das ist Weil immerhin wir haben Schaden ja schon mal. eben. So, wir haben auf der Bank ja noch ein bisschen Kohle, ne? Aber wir müssen auf jeden Fall noch Beleber sammeln. Ja, das ist klar. Wir haben auf der Bank noch Oh, wir irgendwie hab's. knapp 2000, glaube ich. Wollen wir jetzt das Beleber sammeln, würde ich sagen? Wir lagern erstmal was. Ja. Erstmal wieder den ganzen Müll abladen. Wohl, nimm auf jeden Fall, wenn wir fertig sind, mal wieder den Georock-Brock mit. Da sind noch 50. Die können wir auch Jo. verkaufen. Nehmen wir wieder ein bisschen Geld. So. Apfel, Apfel, Apfel. Äpfel will mit haben. Ich glaube, ein Apfel reicht doch im Moment easy, oder nicht? Das hat noch nicht Ah, ein einmal richtig Apfel. geknurrt. Von daher Später ist es anderes, können wir aber wieder jetzt. coole andere Sachen mitnehmen, wie. Ah, wir haben noch einen Gummi. Wir haben noch einen Gummi, das kann man noch irgendwie umgeben. Bleber sind bald immer noch. Für schwere Zeiten. Ja, obwohl ich glaube nicht, dass der jetzt. Jetzt sind jetzt schwere Zeiten auf uns zu kommen. Wenn, dann sollten wir uns große Sorgen machen für den Donnerbär. Ja gut, stimmt, dann nehmen wir die dann mit. Was wollte der für ein Orb? Wechselorb, glaube ich. Haben wir den nicht? Ich Ja, guck. ich weiß es jetzt aus dem Kopf Ein gerade nicht. Wurfohr. Wurfohr! Na, Vielleicht finden hoffentlich wir gibt's den einen da. Hoffentlich. So, Weg. jetzt holen Ja. wir uns doch mal was runter. Bisschen Kohle. Ach, passt ja perfekt. 1400 nehmen wir mit, oder was? 200, oder? Ich dachte, wir wollten Belebersamen kaufen. Kosten die nicht 800 pro Stück? Naja, 400 haben wir noch. Ja, dann müsste man rechnen können. Dann wüsste man, dass 800 plus 100 nicht 1800 sind. Gut, Hey, 800 plus 800 sind da 1600. Und wir haben 400 plus 1200 sind da 1600. Ja, du liegst vollkommen recht. Richtig, ich kann noch nicht rechnen. Das kleine 1x1, so 8x2, das ist schon ein bisschen schwierig für mich. Puh, Dachte, ich bin das, jetzt hier in der falschen Welt. nee. Pikachu-Bauchschmerzen. Oh! Oder so. Ach, die Ahnung. Kann wirklich Ja, nicht. so. Mach mal Stahlwerk. Stahlwerk wollen wir hin, ne? Hätte noch mal was. Guck mal, Stahlwerk nehmen wir auch mit, würde ich sagen, die beiden. 2x D ist doch, finde ich, schon fast besser 40. eigentlich. Stimmt. Ja, lass uns doch den Und dann trainieren Dings wir auch machen. besser. Ja, dann machen wir einen Stellklamm. Ich glaube, jetzt wo man halt so D-Aufträge hat, wenn man die ganzen E-Sachen
alle nicht mehr machen. Ja, nein, vor allem die jetzt im Kleinhain und so, wo man das nicht mehr. Nee. Das ist ja wohl. Gut. Den Auftrag schaffen wir noch. Gib Gas. Ja, die Oma dann lieber. Oder warte mal, nicht, dass es die dann nicht gibt. Nächsten Tag. Das gibt es immer, oder? Wie Ich sieht glaube, bei denn? ihm ändert sich sein Angebot kaum. Wisst ihr, der hat ja gar keine. Ach, witzig. Doch. Oh, okay. Na gut, dann nicht. Ja gut, denn nicht. Dann machen wir jetzt noch schnell hier den Und einen noch kurz mal hier Auftrag. Kilo. Zwei Aufträge. Ja, machen Kinder müssen wir mitnehmen. Oh, kann rennen. Sehr schön. Das sind zwei Aufträge sogar. Ja, klar. Und dann kriegen wir 40, ne? Ja, müsste. Sehr Und cool. Geld und Items und Sehr, sehr alles. cool. Und hoffentlich noch Gummis hier. Den Gummi essen wir Wir haben gleich noch im ein Gummi. Lanzen. Sehr cool. Habe ich das Mag jetzt ich. ausgeführt? Ja, Ja. okay. Auf geht's in den Stillklamm zum dritten Mal in Folge. Wir wollen Aber ich einfach nicht weg. denke, jetzt Wir wird lieben ihn so. es relativ einfach werden. Ja. Hoffe ich. Ist ja auch Sehr nicht so kacke, wenn tief. nicht. Ich glaube, es ist jetzt E6, glaube ich. U6. Ja, cool, dann können wir dann nicht wieder aufhören. Ich guck nochmal. Ja, U8, okay, doch nicht. Okay. Ich dachte. U5 und U8. Na, Aber es trotzdem. ist zwei. Das ist immer gut. So, Geht wo schon ist wieder denn gut hier los unsere hier. Treppe? Was sagst du? Geht schon wieder gut los. Ja, das ist halt schon wieder alles Kacke. Ich finde schon wieder gar nichts hier. Aber hier ist auch noch kein Gegner. Apfel! Irgendwie ist hier gar keiner. Wir haben alle getötet. Ja. Belebersamen. Ah. Mist. Wie gibt's hier nicht? Ach, du schau, du Arsch. Ah, Oh, ein hallo. Gummi. Wir Ich sehe essen es den Ding kommen. mal. Pikachu greift den einfach wieder instant an. Nee. Sieht mal cool aus. Oh, das war schön. So, ich bewerf dich mal. Mit zweien gleich. Ich werfe mich zweimal. Geil. Ich habe gesagt, mit Geheimpaube werfen. Ach schön, die wollten wir auch noch beibringen. Wem bringen wir die bei? Das ist die Frage. Zumindest was für zwischendurch. Ja, sehr schön. Ein bisschen schlauer geworden. Ja, gute Was macht Frage. denn jetzt genau, wenn das Info geht? Was steht denn dann da genau? Vielleicht sehen wir das ein bisschen mehr genauere Werte irgendwie. Nö. Na ja. Wie viele Attacken hast du? Du hast erst. Könnte natürlich Silberblick oder bei mir halt Rutenschlag. Na, es Eins von beiden. ist es egal. Ja, mir auch. Wie gesagt, mach irgendwas. Do it. Es ist eine physische Attacke, das heißt, mach Und wahrscheinlich. du lernst, Obwohl, glaube das ich, hat. später mal was, oder? Ah, nee, Ja. physisch, ja, gut. Nee, es ist, glaube ich, keine physische, oder? Es gibt es ja, glaube ich. Ja, wir werden sehen. Ich mach's jetzt einfach Vergiss es mal. einfach. Mach es weg. Wir werden es herausfinden. Yay, ich kann Geheimpower. Sehr schön. Denn. Auf geht's. Ich Und darf sogar alle meine weitermachen. Attacken einsetzen. Krass. Mensch. So gute Attacken habe ich. Siehst du mal. So, und die Treppe ist Oh ja. direkt da. Called it. Und weiter. Geht auch gut hier. Ja, also, was in dem Tempo kann das ruhig gehen. Dann kriegt man schön seine Erfahrungspunkte, schön seine Retterpunkte. Ich frage mich nur, ob die irgendwann mal irgendwas bringen. Denn ich möchte eigentlich langsam mal eine schönere Basis haben. Ja, und einen größeren Beutel. Oh, sehr schön. Vielleicht müssen wir dafür Zapdos besiegen. Können Das wir kann uns sein, Zapdos Kopf so auf so einen Totem ja. packen? Ich glaube, wir sind im falschen Spiel Ach Mann. Und dann. Oh, was Spezialbahn. kannst du kriegen? Kann er Spezialattacken verstärken? Bestimmt. Jo, Oh, perfekt. Das ist bist du auf perfekt jeden für Fall. mich. Das macht Kann Donnerschock ein ja Kilo von mir richtig jetzt hier stark. einen Piercer-Stahl haben? Ja, Ja, gut. so. Wenn's irgendwas hat. So wichtig ist mein Eintritt nun auch nicht. Obwohl, das rettet den Arsch. Eben. Wir hätten ohne den bestimmt nicht Diktator, Diktator sei schon Gänger besiegt. Wahrscheinlich nicht. So, Wurfwarp? Natürlich. Jetzt Naja. können wir den anderen links gehen. So, Stillklamm. U5, das ist eine Zielebene. Ist Ja. richtig. Ich weiß nicht mehr, was es Hier war. müssen wir auch jemanden retten. Wen weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber der wird ja wahrscheinlich gelb für uns erleuchtet auf der Karte dargestellt werden. Da ist er Im noch nicht. Spiel. Hallo. Witches. Ah. Oh ja. Ach, da ist es doch, Janmar. Ja. Hast du keine Kumpels? Sind doch immer Nö. Jammer. Ja.
Warum kriegt einfach nicht jeder eine Retterorden und kann sich selber retten und einfach so süpp nach Hause schicken? Das wäre deutlich einfacher und kosteneffizienter als die Kacke hier. Aber nee. Ja, genau, aber nie. Danke. Und Leo. Stirb. Oh. Ah. Ich hasse Hornliu. Kann ich das ja über die Dings machen? Nee. Nein. Schade, hätte er sein können. Da ist die Wand im Weg. Möchte Sehr sie ja nicht. schön. So. Ey. Zwei auf einmal. Oh, Kapuzzi. Hallo. Und Kapuzzi. Hör doch auf. Das war kein Kapuzzi, das war ein Quapsel. Stimmt. Aber das war so ein, kann man so einen schönen Spruch machen können. Kapuzzi ist Kapuzzi. Ja. Und so. Ja, die Witze werden hier auch nicht besser. Bei unserem Ah, ich dachte, das Pokémon Mystery wird noch Land ein Projekt. Raum, aber nee, nicht wirklich. Wir wetten, das ist da Ja. unten links. Ich sehe es doch Ja. kommen. Wäre genau da, wo wir nicht lang gelaufen sind. Ja, natürlich. Young hat irgendwas Ja. auf. Ja, natürlich. Ein Apfel und was ist das andere? Hast du ja noch ein Gummi gefunden, warte. Kannst vergessen. Ju, wirf mich ab. Gummimi. Braun Gummi. Das gefällt dem Sascha, dem Ossi. Schmeckt mäßig. IQ sinkt etwas, müsste jetzt eigentlich stehen. Ja, genau. So. U6 ist keine. Ne, da müssen wir nichts machen. U8 müssen wir. Ja, genau. Ist ja noch ein bisschen. So, noch ein Los Apfel geht's. weg. Hau Was ab. für ein Knackleon war das genau? Oh, Sandwirbel. Ich hasse Sandwirbel. Er trifft heute. Keiner trifft mehr heute. Ne, es trifft. Ah, jetzt. Also, Karateschlag ist echt nicht schlecht. Ja. Dann Ich weiß sollten halt wir nicht, wie gut viel weiter EP hier. es hat, aber. Na, Ein AP bisschen es hat. weniger. Ich glaube, drei weniger oder so waren es. Aber naja, gut. Immerhin habe ich dann zwei zum Angreifen. Hey, dann müssen wir dann Ah, mal sehr sparen für schön. Zapdos. Na komm, EP. Ja, hättest du ein bisschen mehr Genauigkeit, würde ich sagen, mach es auch. Trifft sogar. Verrückt. Hier treffe ich doch gar nicht wahrscheinlich. Nee. Glück gehabt. Tschüss. So. Gleich haben wir auch das geschafft und dann haben wir alle wieder eine weitere Folge überstanden. Ah, die Folge war eher nur Aufträge und Vorbereiten, aber Ja, das naja. war die Vorbereitungsfolge. Denn in der nächsten Folge sage ich jetzt schon, da geht es dann in Richtung Zapdos. Wir machen es einfach. Ich habe es jetzt gecallt und jetzt müssen wir es tun. Ja, mach mal auf. Kann sie es vom Boden aufheben und auf mich werfen? Ja. Flup. Schmeckt etwas lustig. Na naja, gut. Jetzt was Neues erlernen. Ja, es ist irgendwie sowas durch die Wände laufen. Das soll irgendjemand von uns lernen. Das war so praktisch, da kann ich mich dran erinnern. Aber einfach so, oh, hier ist nix. Zack, 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 durch die Wand. Oh, Ja. okay. Ich war auf der Karte sah das so geil aus, weil sich dann die ja immer verändert hat. Ich weiß, im zweiten Teil gab es auf jeden Fall auch eine Q-Fähigkeit Treppenfinder. Da wurde mit so einem Pfeil so angezeigt, in welche Richtung die Treppe ist. Ja, das gibt auch Orbs, die du einsetzen kannst, wo dann die Ja. ganzen Sachen angezeigt werden, ohne die Räume. Ja. Ich meine nur, das war cool, da So. wurde halt ein Pfeil und dann zeigst du dir, wo die Treppe in etwa ist. Ist halt auch erst übel spät, aber trotzdem ist cool. Sehr praktisch auf jeden Fall. Ja. Ach so. So, Paras. Möchtest du sterben? Ach so, Karateschlag ist leer. Bin hier wieder. Na. Möchte die anderen. Ach so, die sind alle wieder paralysiert. Aha. Wie sie mir einfach angucken, so. Hilf mir! Bitte tu was. Do something. I'm dying. So. Stirb. Bitte. Sag Pikachu da. Danke. Oh, mein Tito, yay. Bzzz. Lernst du. Oder Natürlich. lernt man Tito mal wieder gar nichts? Nö, mein Tito kann nichts, lernt Oh. nichts. Oh, du hast mich vergessen. Du hast mich aber zurückgelassen, du Arsch. Du stehen bleibst, kann ja nichts für. Was müssen wir denn eigentlich finden? Die Treppe. Nein. Ein Pokémon. Das wir retten müssen. Ich wüsste aber nicht was. Metallsound, sehr schön. Hallo? Danke. Mann. Aua.
Jetzt mach riskier doch das was, Papi, diesmal. Tino, mach doch was. Oh, jetzt kommt gleich ruckzuck, wie ich sehe es doch kommen. Kill it. Danke. Dankeschön. Oh Gott, Weberak, nein, geh einfach wieder. weg. Ich hasse Weberak. Da steht mir wahrscheinlich jetzt immer wieder Magnetilo, ich sehe es doch kommen. Der Arme. Ist jetzt nicht so alt fürs Team. Kopse. Lass Vorsichtig. Oh. Na toll, Magnetilo. Magnetilo da Obwohl, drauf. Donnerschock sollte doch eigentlich easy sein. Ja, wenn das mal wenn einsetzen er es würde. einsetzen würde. Danke. Natürlich. Jetzt denken sie so, nein, nein, ich habe einmal nicht getroffen, das ist eine Kackattacke. Ich verprügel ihn so. Ich flieg einfach in ihn rein. Ah, kann auch noch checken. Aha. Interessant. Danke. Jetzt setzt das ein, natürlich. Ach, diese Pokémon. Oh. Ah, da ist er doch. Hudut. Jawohl, retten wir und dann verlassen wir auch direkt den Dungeon. Oh, tschüss. Ja. Ja. Sehr schön. Kriegen wir jetzt noch ein bisschen Stuff und dann sage ich dir bestimmt, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Ich hab's im Gefühl, denkst du dass wir Feierabend machen sollen. Ja, gern geschehen, gern geschehen. Eine Amre. Oh, interessant. Wieder und 10? 10? Das hat 20 gekriegt. Verarsche. Hm. Oh ne, ich hätte die Ursache. Dich wollten wir das. Dem haben wir geholfen. Scheiße. Wir kriegen nicht mindestens 20 Retterpunkte. Komm. Ah. Ja, geht doch. Jedenfalls das. Ich hasse Teddy Ursa. Arschloch. Waren wir heute nicht großartig? Lass uns Feierabend machen. Also bis morgen dann. Und auch wir machen jetzt Feierabend. Aber wir sehen uns nicht morgen. Wir sehen uns nächste Woche zum Mystery Mittwoch. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.